Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer bei Faes. Und ja, wir sind jetzt wieder hier in der Kanalisation, in dem Gebiet. Und ich habe mir mal kurz offscreen nochmal dieses Zähler-Artefakt hier angeguckt. Und dabei ist mir ein bisschen so eine Idee gekommen, was das sein könnte. Also was man aus diesem Artefakt rausziehen könnte. Und zwar, wir hatten ja auch diese Tetris-Rätsel da, die ich da gelöst habe. Also, dass zum Beispiel die Nach-Hoch-Taste der eine Tetris-Stein nach oben zeigt ist und so weiter. Und dabei ist mir gekommen, dass man auch diese Symbole hier im Kreis drehen muss, sollte. Und dadurch neue Zahlen rauskommen wahrscheinlich. Also das hier zum Beispiel, das ist das erste Symbol hier. Ich würde mal sagen, so wie das hier steht, könnte das die 1 sein. Und wenn wir es jetzt dann im Uhrzeigersinn drehen, also dass die Öffnung nach rechts zeigt, könnte es eine 2 sein. Weil das obere und das untere kann man nicht drehen. Kann man, egal wie man es dreht, sieht es immer gleich aus. Weil das hier sind ja 4 Löcher und das hier unten ist ein großes doch. Also würde ich mal tippen, dass das hier die Höchstwerte sind. Also vielleicht ist das obere 0 und das untere 10. Oder ich würde vielleicht gerade eher andersrum tippen. Und das hier könnte 4 oder 6 sein und so weiter. Habe ich mir mal so ein bisschen Gedanken gemacht. Wobei, ich könnte das hier auch die 4 sein, wenn die Öffnung nach links zeigt. Also 1, 2, 3 und 4 dasselbe Symbol sein. Und hier könnte, das könnte eben auch 2 Bedeutungen haben, dieses Symbol. Einmal vielleicht eine 5 und eine 6. Das hier könnte schon wieder mehrere haben. Aber das müssen wir alles herausfinden, genau wie das hier. Das könnte, kann man auch in 4 verschiedene Positionen drehen. Aber das können wir dann alles mal ausprobieren, wenn wir wieder beim Glockenturm sind. Da gibt es ja nämlich so ein Rätsel. Jetzt wollen wir erst einmal gucken, dass wir in die anderen Gebiete noch kommen und vor allem eine Truhe vielleicht noch finden. Da oben ist nämlich noch eine abgeschlossene Türe. Mal gucken, waren wir hier schon drin? Nein, das sieht nicht so aus, als ob wir hier drin waren. Ja, genau, das ist dieser Raum hier. Ne? Wow. Ja, das hat sogar geklappt. So kommen wir an den hier ran. Wir können auch gleich mal in die Tür weitergehen. Gibt es hier sonst noch was? Nö, scheint nicht der Fall zu sein. Dann gehen wir mal hier durch. Dann müsste der Raum abgeschlossen sein. Genau, und hier gibt es wieder 3 kleinere Räume, die wir abgehen können. Mal gucken. Hier ist schon mal keiner. Hier wäre einer, der ist abgeschlossen. Mist. Oh, ups. Oh, gerade noch so gerettet. Ah. Nein, durch das Fenster können wir uns nicht reinquetschen. Und auf den Röhren können wir leider auch nicht rumspringen. Aber irgendwie müssen wir höher kommen können. Auf dem Fenster vielleicht? Ach nee, da drüben gibt es glaube ich was zum Klettern. Gucken wir mal, kann man hier... Ja, hier kann man hochklettern, Tatsache. Sehr schön. Jetzt können wir das Ventil hier kontrollieren. So. Vorsichtig. Und so drehen und dann kommen wir an das hier ran. Und in diese Tür können wir rein. Sehr gut. Oh, wir haben sogar noch einen Würfel. So, jetzt können wir in diese Tür rein. Was gibt's hier? Eine Truhe. Oh, vielleicht. Aber nur vielleicht. Ist da ein Schlüssel drin? So, Truhe. Und, was ist drin? Ein Schlüssel, jawohl.
Damit dürfte dieser Raum sogar abgeschlossen sein. Und wir können wieder zurück. Hier drüber wieder hüpfen. Obwohl, wir müssen jetzt weiter hoch. Ah, hier. So, einmal nach oben. Bitte. Und den Wasserstand anheben. Ja. Rüberspringen, festhalten. Na, an dich kommen wir nicht so leicht ran, hä? Aber an dich kommen wir schon irgendwie ran. Nein, so nicht. Da war der Weg nach oben. Hier müssen wir jetzt, glaube ich, ein bisschen am Wasserpegel rumspielen, nämlich. Reicht das schon? Werden wir ja gleich sehen. Ja, das reicht schon mal. So. Nächste Tür. Was erwartet uns hier drin? Ist das ein Cube hier? So, hier rum. Der hier geht nämlich höher. Und Cube einsammeln. So, noch ein Würfel. Aber wir wollen noch nicht zurück. Den Weg können wir auch so gehen. Wow. Wir müssen nur aufpassen. Hier ist die Leiter. Jetzt müssen wir das Ganze nämlich wieder hinablassen. Oh, das war schon etwas gut hinabgelassen. Das war schon fast etwas zu weit hinab, würde ich sagen. Wow. Hier hoch und weiter runter. Lassen wir mal so weit hinab, wie es geht. So, ich glaube, mehr geht sogar gar nicht. So. Letzte Türe. Und rein da. Was gibt's hier Schönes? Hier gibt es auf jeden Fall ein Rätsel. Was sagt er dazu? Ich frage mich, was das ist. Also ich höre, ich habe jetzt gerade nichts gesagt, weil ich irgendwie komische Geräusche gerade höre um das Ding hier rum. Und zwar immer abwechselnd links, rechts, links, rechts. Ist das hier so eine Art Stimmgabel oder was? Also ich kann mich dran rumhangeln, aber ansonsten kann ich irgendwie nichts da machen. Oder gibt es hier unten vielleicht noch was? Hier gibt es auf jeden Fall eine Abkürzungstür. Wo führt die denn hin? Hier hin. Also irgendwas ist mit dem Ding hier. Gucken wir mal, ob es irgendwo lauter wird. Das ist echt ein komisches Ding. Müssen wir hier vielleicht irgendwelche Zahlen eingeben? Nö. Drauf rumhüpfen bringt auch nichts. Und es einfach nur anglotzen bringt leider auch nichts.
Wir können es nicht verschieben. Wir können gar nichts damit anstellen. So eins war ja auch in dem einen anderen Raum. In... genau, dem da. War dasselbe, nur in Rot. Hm. Gut. Dann würde ich mal sagen, gehen wir zurück. Oh, hallo Jungs. Ihr könnt da von mir aus, hoppala, ruhig rumdümpeln. Ich will nur hier raus. Genau. Dann sind wir nämlich wieder hier im... nein, wir sind nicht im Zentralding. Das ist nämlich hier unten erst. Ansonsten sind wir hier nämlich fertig in dem Gebiet, bis auf die beiden komischen Rätseldinger da. Okay. Da ist das Portal. Ups. Das war nicht so schlau. Mal überlegen, wir können erstmal versuchen, da hochzukommen. Dort ist aber nur eine abgeschlossene Türe, die bringt uns nichts. Das bringt uns nur zurück, gell? Ja, das bringt uns dahin. Da wollen wir, da brauchen wir nicht unbedingt hin jetzt gerade. Wir können aber auf jeden Fall hier hoch. Oh, ups. Wo geht's eigentlich dahin nochmal? Da geht's dahin. Hm, erstmal nicht. Gucken wir uns mal hier oben in der Nähe des Portals um. Lassen wir mal das Wasser hoch. So. Und versinken wir kurz drin. Macht ja nichts. Und dann geht's hier. Hier ist nur eine verschlossene Tür und ansonsten nichts. Mist. Für die verschlossene Tür brauchen wir definitiv einen Schlüssel. So. Hier rüber. Hier rüber und weiter runter. Dann lassen wir mal extra weit runter. So. Und gucken hier mal. Hier ist nämlich noch eine Tür und da ist noch eine Tür. Vielleicht haben wir ja Glück und finden irgendwo noch einen Schlüssel. So wie hier zum Beispiel. Hier können wir einfach mal hochlassen. Ja. Bringt nichts. Hm. Okay. Hier unten ist noch so ein Ding zum Drehen. Ah. Okay. So, und jetzt... geht das Ganze hier hoch. So. Nein. Jawohl. Das wollte ich erreichen. Nein, nein.
Jetzt muss das da. Nur noch auf die andere Seite kommen. Und ich glaube, verschieben können wir das jetzt auch, oder? Jupp. So, wenn ich hier stehe. Genau, kann ich hier dran springen. Sehr gut. Jetzt brauche ich nur noch Wasser. Um das Ganze anzuheben. Und mal kurz wieder reinfallen. So, aber jetzt. So, du bist hoffentlich ein Schlüssel. Und keine olle Karte. Nein, du bist ein Würfel. Aua. Aua. So, jetzt aber. Und an dieser Stelle mache ich erst einmal wieder einen Cut. Bis gleich.